Die News der Woche 49 2023 ist wieder da, nachdem ein Monat keine News der Woche kamen. Die Themen heute sind die Eröffnung des Weihnachtsmarkts. Der Adventkalender ist wieder da. Nach ca. ein Monat später bin ich wieder für euch da. News der Woche wird es wieder geben. Ich wöchentlich wieder. Ab nächster Woche ist dann auch wieder der Setup da eingestellt, wie er auch sein soll. Und ich freue mich schon, und dann euch wieder die neuesten, interessante und informative Informationen und News der Woche euch zu präsentieren zu können. Da schaltet immer Montag 7 Uhr ein. 24 Tage lang könnt ihr hinter die Kulissen schauen, wie ein brandneues Zimmer eingerichtet wird. Ab dem 1. Dezember 2023 habt ihr die Gelegenheit, Benjamin dabei zu beobachten, wie er sich mit der Herausforderung des Möbelaufbaus auseinandersetzt. Wird es ihm gelingen, seine Pläne für sein Traumzimmer zu verwirklichen? Zudem könnt ihr spannende Einblicke in ein Let's Play und traumhafte Momente mit Stefan erleben. Ab dem 1. Dezember 2023 geht es los. Vergesst nicht, Buchstaben zu sammeln, um das Lösungswort zu finden und die Chance auf einen kleinen Gewinn zu ergreifen. Ich wünsche euch viel Spaß. 24 Tage lang können. Ja, der Adventkalender ist wieder da und nimmt sehr gerne teil. Ich freue mich schon, wenn einer von euch einen Gewinn abstauben kann. Seit letzter Woche, Laufe der Woche, sind wieder in den meisten oder vielen deutschen Städten die Weihnachtsmärkte anlaufen mit ihren Christkind. Stefan war eben selber auch vor Ort in Fürth und Nürnberg. Das könnt ihr in den kommenden Sonntag im Video von ihm sehen, was der Christkind so genau gesagt hat. Bis dahin schaut jeden Tag in die Adventkalender und schaut selber einfach auch die Christkindesmärkte, Weihnachtsmärkte und Co. vorbei. Ist wie immer ein schönes Erlebnis. Ich sag damit einfach nur noch eine schöne Woche. Hab eine gesundliche, friedliche Weihnachten. Dann einen schönen Tag. Macht gut. Tschüss, bis nächste Woche.